Hallo liebe Freunde, willkommen auf dem Channel Furchtbares Gaming mit mir KidZero und heute packen wir wieder etwas aus und zwar dieses Mal Root, die Underworld Expansion. Folie habe ich schon mal abgemacht und jetzt gucken wir auch mal rein. Guck mal, der Deckel geht gar nicht richtig zu, so viel ist da drin. Da ist nämlich noch einiges an Zusatzmaterial dabei. Da haben wir einmal diese Vagabunden-Box. Das sind alternative Figuren für die Rolle des Vagabunden. Falls man halt nicht immer dieselbe Figur spielen möchte, kann man sich da eine rausholen. Dann haben wir hier ein Zusatzdeck an Karten. Das ersetzt praktisch einige Karten aus dem Root-Grundspiel anscheinend. Allerdings muss ich anscheinend sagen, denn so richtig Root gespielt habe ich noch nie. Ich habe auch mit diesem Kickstarter jetzt einmal das komplette Spiel gebackt, also das Grundspiel plus alle Erweiterungen. Genau, hier sind jetzt noch Resin-Clearing-Marker drin. Damit kann man die Lichtungen in dem Wald oder auf den Maps halt einfach ein bisschen schöner darstellen, sage ich mal. Dann haben wir hier ein Learn-to-Play-Heft. Da sind so die Regeln für die neuen Fraktionen, glaube ich, drin. Und ja, wie diese Expansion so ins Spiel eingebunden werden kann. Dann haben wir hier ganz viele neue Token. Und hier haben wir das Spieltableau für die Corvid Conspiracy Faction. Ja. Ist von der Regierung gemacht. Ja. Und hier ist schon. Okay. Aber sehr lustig. Die Corvid-Verschwörung. Dann haben wir hier noch die Underground Duchy. Auch das Faction Board. Und ja, das sind so Maulwürfe eben, die so ich glaube, man könnte es am besten so mit Adelstand des Untergrunds oder so beschreiben. Dann haben wir hier das Regelheft. Na, wollen es nicht ganz kaputt nicken. Das Regelheft hier, die Law of Root. Und das ist so eine Regelreferenz praktisch. Natürlich kommen dazu die Regeln aus dem Grundspiel und die eben der Erweiterung, was wir hier in dem Learn to Play vielleicht stehen haben dann. Dann haben wir hier so ein Brett, ein Spielbrett. Oh, das ist riesengroß. Schön. Und ich zeige euch das mal. Na, Moment. So. Und da kann ich auch noch durchgucken, so ein bisschen. Ja. Schade, dass wir es nicht bei Phantom drehen können hier im Studio, sondern bei mir zu Hause sozusagen. Im Homeoffice. Das ist hier diese tolle Map mit dem See drauf. Finde ich richtig stark optisch. Ja, das ist also das neue Spielfeld, was wir in der Expansion bekommen. Dann haben wir hier die Miniaturen. Einmal die Corvid Conspiracy Vögel und einmal die Maulwürfe für die Underground oder Underworld Duchy. Hier gibt es noch so Kronenmarker. Wer schon weiß, wofür die sind, schreibt es gerne in die Comments. Dann haben wir hier einen Turm, der anscheinend einen Siegpunkt gibt. Würde ich jetzt mal so anhand der Symbolik vermuten. Und wir haben hier ein Floß mit Schaufeln drauf, soll das wohl sein. Glaube ich zumindest. Vielleicht kann man damit über den See fahren. Das wäre vielleicht eine lustige Sache. So. Eine Seefahrt ist lustig und so weiter. Dann haben wir hier Overview-Karten über die neuen Fraktionen. Da steht auf der anderen Seite nochmal so ein bisschen irgendwie die Regeln dafür. Und wir haben diese Duchy-Karten, also die Adelskarten. Da gibt es einmal zum Beispiel hier so ein Brigadier. Dann gibt es einen Bankier,
Dann hätten wir hier einen Bürgermeister zum Beispiel, einen Earl, das steht hier oben auch, ist ein Lord, und einen Squire. Das sind so Adelstitel wie Graf, glaube ich, und sowas, und Baron vielleicht, nur eben auf Englisch. Okay, Squires und Lords haben wir hier noch ein paar mehr. Und dann noch so richtig schöne, dicke Würfel drin. Super. Solche Würfel finde ich immer stark. Gut, das war das, was da drin ist. Und jetzt gucken wir uns noch die Vagabunden mal an. Zu den Vagabunden im Pack gibt es auch nochmal neue Token anscheinend. Und dann eben diese Figuren. Da haben wir hier einen meiner persönlichen Favoriten. Das ist hier das, na, machen wir mal mit der anderen Hand. Das ist das Eichhörnchen. Ist das nicht schnucklig? Ich finde das mega süß. Dann haben wir hier so eine Katze, glaube ich. Die sieht aus, als hätte sie so eine Oni-Maske aus dem japanischen Theater. Also, der hier, ich weiß nicht, was es sein soll. Er sieht total drauf aus, auf jeden Fall. Vielleicht eine Ratte? Könnte eine Ratte sein. Dann haben wir hier eine Eule. Hut, Hut. Und sowas. Ich weiß es nicht genau. Sieht aus, als hätte es einen Schnabel vielleicht, einen kleinen. Nee. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lustig. Dann das hier noch, sieht sehr süß aus. Das ist irgendwie ein Dachs vielleicht. Und dann haben wir hier noch einen, das ist eindeutig ein Vogel mit einem Schnabel, glaube ich. Okay, das sind die. Und dann gucken wir ins Kartenpack auch noch mal rein. Wie gesagt, ich kenne Root noch gar nicht. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, so, oh, das sind neue Karten oder sowas. Aber was ich sagen kann, ist, die sehen einfach hammergut aus immer. Richtig gut. Fox Partisans. Yeah. Die ist auch cool. Hinten drauf ist auch nochmal ein schönes Bild. Ja, den Rest müsstet ihr euch mal selber angucken, dann, wenn ihr euch das besorgt oder wenn euer Kickstarter ankommt. Ja, das war das, was drin ist in der Root Underworld Expansion. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid schon gespannt, wie es weitergeht. Hier kommen noch einige Kickstarter. Hier kommen noch die Dark Edition von King of Tokyo erwarte ich eigentlich jeden Tag. Viele Leute haben sie schon bekommen. Und gebt mir Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Dann wisst ihr immer Bescheid, wenn wir wieder was raufladen für euch. Und bis dahin bleibt gesund, wascht euch die Hände. Bitte, bitte haltet Abstand, besonders in den öffentlichen Nahverkehr, Bussen und Bahnen und ja, tragt Masken. Ich meine, das ist nicht so schlimm, oder? Wenn man Ninja sein darf, dann muss man auch Ninja sein. In diesem Sinne, haut rein, euer Kid Zero.